Hi ihr Süßen, heute habe ich mal eine Frisur für euch. Das habe ich sehr, sehr, sehr lange nicht gemacht, weil ich bin einfach nicht so der Frisurenträger. Aber ich habe eine Frisur gefunden, die ich richtig cool finde und richtig schön finde und die ich auch selber ab und zu mal trage. Und die wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil ich finde sie total einfach zu machen. Das ist natürlich die, die ich trage. Es sieht auf den ersten Blick aus, finde ich, wie der Fischgrätenzopf, aber das wird ganz anders gemacht. Also falls ihr das mit dem Fischgrätenzopf nicht so hinbekommt, dann ist das vielleicht eine ganz coole Alternative für euch, weil ich komme damit ehrlich gesagt auch besser klar. Es geht für mich schneller als der Fischgrätenzopf und vor allem einfacher. Das Einzige, was ihr braucht, ist Haarspray und ein Kamm zum Antupieren. Allerdings nur hier oben und allerdings auch nur, wenn ihr das möchtet. Also ich finde es halt schöner, wenn das Ganze so ein bisschen voluminöser ist. Aber was ihr auf jeden Fall braucht, sind diese kleinen Gummis und zwar mehrere davon. Bekommt ihr übrigens beim Friseurbedarf oder auch bei DM, meine ich. Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube schon. Und ja, ich komme mal näher. Also so sieht die Frisur aus. Und wenn sie euch genauso gefällt wie mir, dann bleibt dran, weil ich zeige es euch jetzt. Und ich hoffe, ihr versteht das. Es war nicht so einfach zu erklären. Ich kann sowas nicht gut erklären, aber ich hoffe, das geht für euch. Und dann viel Spaß bei dem Tutorial. So, ich würde sagen, wir starten. Und ich fange als erstes an, mal meine Haare durchzukämmen. Und das mache ich mal eben. So, dann würde ich als erstes gucken, was ihr für einen Scheitel haben möchtet. Ich in dem Fall nehme jetzt halt einen Seitenscheitel, aber halt so einen leichten Seitenscheitel. Genau, man könnte natürlich auch Mittelscheitel haben oder mehr Seitenscheitel, aber ich finde, das steht mir jetzt am besten in dem Fall. Und dann tupiere ich meine Haare ein bisschen an, einmal von hinten ein bisschen, damit die ganze Frisur einfach mehr Volumen hat. Einmal mit Haarspray fixieren und das Ganze wieder so ein bisschen auskämmen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt ein bisschen mehr Volumen und jetzt nehme ich mir die Haare halt zur Seite und jetzt kommen die kleinen Haargummis ins Spiel und zwar nehme ich mir jetzt eins und zuppel mir eigentlich jetzt schon so die Strähnen raus, die ich gleich draußen haben möchte. Also es ist quasi so, als ob ihr euch so einen lockeren Zopf macht und dann guckt ihr halt vorher, ja, wie viel ihr draußen haben möchtet oder vielleicht sogar auch gar nichts, aber ich mag das halt immer so ein bisschen messy, deswegen lasse ich mir so ein paar Strähnen draußen. Ich glaube, so finde ich das ganz schön. Genau, dann guckt ihr halt so und so sieht das jetzt hier in meinem Fall aus. Und dann beginnen wir. Ich mache mir als erstes ein Haargummi hier ganz oben rein, also wie so ein Pferdeschwanz. Okay, so, dann könnt ihr nämlich gucken, ja, wie ihr das haben möchtet und die Haare direkt so formen, wie sie sein sollen. Also sprich so ein bisschen voluminöser, seht ihr, und dann hält das Ganze halt viel besser. So, als nächstes kommt wieder ein Haargummi, ich nehme jetzt wieder eins und dann mache ich das so. Ich glaube, so erkennt ihr das ganz gut. Ich nehme mir jetzt eine kleine Strähne aus diesem Pferdeschwanz. Eine Strähne, so die vordere. Und dann befestige ich hier das erste Haargummi. So. Dann macht ihr hier so ein Loch rein in die Strähne und nimmt den restlichen Pferdeschwanz und steckt ihn einfach dadurch.
dass das halt so aussieht. Dann könnt ihr das wieder so ein bisschen festziehen. Dann nehmt ihr euch wieder von dem Teil, das jetzt hier vorne ist, also von dem restlichen Pferdeschwanz, wieder die vordere Strähne. Am besten immer in der gleichen Dicke die Strähnen nehmen. Dann sieht das Ganze so ein bisschen ordentlicher aus. Und macht euch wieder ein Haargummi hier rein. Wieder so. Und dann macht ihr hier wieder das Loch rein. Und dann nehmt ihr alles zusammen, also mit dem anderen Haargummi auch, alles zusammen und wieder dadurch. Und ihr seht, dann ist die Strähne halt wieder so ein bisschen tiefer. Also hier habt ihr schon so eine Form. Und dann nehme ich mir wieder die vordere Strähne hier raus. Mach wieder ein Haargummi da rein. Und so geht das halt dann die ganze Zeit. So. Wieder das Loch hier rein. Und so sieht das dann bis jetzt aus. Und so machen wir jetzt die ganze Zeit weiter, bis nach unten hin. Wieder ein Haargummi rein. Vordere Strähne nehmen. Also eigentlich ist das total leicht und ich trage die Frisur eigentlich sehr gerne auch im Alltag. Gerade jetzt so zum Herbst mag ich irgendwie so, ja, so ein bisschen Frisur. Ist vielleicht ein bisschen zeitaufwendig, wenn man es das erste Mal macht. Aber eigentlich ist es total einfach, wie ihr seht. Und wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann hat man den Dreh auch aus und dann geht das richtig schnell. Und dann ist es auch die perfekte Alltagsfrisur. Und ich denke auch, es geht ein bisschen schneller als ein Fischgrätenkopf. Deswegen finde ich die eigentlich ganz cool, die Frisur. Und ganz einfach. So, wieder das Loch. Und das ist jetzt auch für mich das letzte. So. Und man könnte jetzt hier am Ende noch ein Haargummi reintun. Aber ich lasse das so, dann sieht es halt so aus. Also ich finde, das sieht ganz interessant aus, wo ich das ganz normal geflochten habe und dann am Ende halt kein Haargummi mehr verwendet habe. Und so sieht die Frisur dann eigentlich auch aus. Also ich hoffe, ihr erkennt das gut. Ich komme nochmal etwas näher. Ja, also ich finde es, wie gesagt, richtig cool. Und ich hoffe, es gefällt euch und es ist einfach nachzumachen. Ich hoffe, die Perspektive war okay. So, ich habe das erste Mal jetzt so gefilmt. Und hier seht ihr das Ganze nochmal von hinten. So sieht das dann aus. Ich finde es cool. Ich hoffe, ja, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, die Frisur gefällt euch. Und ich hoffe, wir sehen uns immer im nächsten Video. Und dann sage ich einfach mal bis dann. Ciao!